Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Horizon Zero Dawn. Und das letzte Mal ist sehr tragisch gewesen. Rost ist oder hat sich für uns geopfert, hat uns eine Klippe runtergestoßen, hat sich selber geopfert, ist dabei dann in die Luft geflogen von so einem feigen Hinterhalt von irgendwelchen Leuten, die wir immer noch nicht genau identifizieren können. Und wir sind halt in diesem Berg aufgewacht und haben keine Ahnung, was wir machen. Und mir ist, ach so, Menü ist derzeit nicht verfügbar. Mir ist nämlich aufgefallen, dass wir unten in der Leiste noch sowas wie Heiltränke haben. Also irgendwie so wahrscheinlich schwache und einen etwas stärkeren. Das würde ich mir gerne nochmal angucken, aber das müssen wir wahrscheinlich gleich erst machen, wenn wir unseren Fokus und alles wieder haben und überhaupt auf unser Inventar zugreifen können. Weil momentan haben wir keinen Zugriff darauf. Dementsprechend können wir die Tür noch nicht öffnen. Oh. Meine Sachen. Gut. Und wo ist mein Fokus? Oh, hier, okay. Was? Bin ich etwa im Heiligen Berg? Aber nur Stammmütter dürfen ihn betreten. Ich sehe meinen Bogen nirgends. Und bevor wir da durch die Tür gehen, gucken wir nochmal. Ich diesen Mörder abgenommen habe. Wo ist das alles? Wir haben auch gar nichts hier, ne? Hier sind ein paar Türen. Bunkerkasten, Bunkertür, noch eine Bunkertür. Ich muss weiter suchen. Okay, hier ist nicht so viel. Gehen wir mal durch. Ich meine, den Köcher hat sie noch, den Bogen nicht. Ich empfange eine Art Signal. Das muss der kaputte Fokus sein, den ich dem Mörder abgenommen habe. Er ist in der Nähe. Okay. Hier überall lang. Wir gucken erstmal hier. Das sieht hier wie die Ruinen aus, in die ich als Kind gefallen bin. Die Nora haben diesen Ort nicht erbaut. Ja? Es waren die Alten. Aber warum? Verstärker. Oha, was denn hier? Oh, ich glaube, hier muss ich gleich lang. Ich will erstmal. Okay, bevor ich jetzt. Oder? Gehe ich hier schon mal durch? Hier? Hier durch? Vielleicht ist das was Verstecktes. So, Secret Dingsbums. Ich weiß es nicht. Oh ja, hier liegt tatsächlich was. Was ist das? Eine Energiezelle. Eine Art Energiezelle. Wozu die wohl gut ist? Ah, okay, das ist eine Side Mission. Tatsächlich. Suche nach der Ausrüstung. Warte mal, Nebenmission. Da. Altes Waffenlager. Finde eine Verwendung für die Energiezelle. Stufe 25. Holy, das ist eine Nebenquest für Stufe 25? Okay, ich glaube, es hat sich gelohnt, hier reinzulaufen. Hier können wir aber sonst auch nicht weiter. Ah, Mist, ey. Ich dachte, ich komme um dieses Zeug drumherum. Ah, Mann, Leute. Hast du sowas, ne? Oh, was ist denn? Das hier ein Bug? Ich glaube, das ist ein Bug hier. Ich mag es immer nicht, wenn man so fette Open-World-Räume hat und dann oder so eine fette Open-World, wo man dann immer das Gefühl hat, dass man an Sachen vorbeiläuft. Aber ich glaube, in diesem Spiel hält sich das gerade noch so in Grenzen. Ich glaube, hier nur so offensichtliche Wege sollte man sich da mal angucken. Aber bevor ich hier reingehe, schaue ich lieber erstmal hier nochmal. Irgendwas übersehe. Aber ich glaube, hier geht es nicht weiter. Dann holen wir uns mal hier unseren Fokus oder beziehungsweise den anderen da, Fokus. Ah, mein Bogen. Mit meinen anderen Sachen. Ja, es ist immer noch ein Bogen. Okay. Was kannst du mir zeigen? Stoppen und sofort zum Missionspunkt. Vermeidet Kontakt zu den Nora-Wilden. Doch wenn man euch sieht, tötet die Zeugen. Bild der Zielperson im Anhang. Versagt nicht. Wie
Bild der Zielperson. Wer sagt, dass ich genauso bin? Sie sah mich durch Olens Fokus. Wie ist das möglich? Dann Beeilung. Ich komme jetzt. Warte auf Identiscan. Ihr dürft nicht länger auf Ted hören. Hört endlich auf mich. Wo kommt das her? Von wann? Bist du meine Mutter? Und ich soll sterben, weil ich aussehe wie du. Aloy, du bist wach? Du hast mich hergebracht. Schnell, du musst mir folgen. Wohin? Zu dem Ort, an dem du geboren wurdest. Nimm den kaputten Fokus mit. Heißt das, ich wurde hier geboren? Im Berg? Es ist besser, es zu zeigen. Nochmal irgendwo abbiegen? Wir nochmal kurz irgendwo gucken, ob hier vielleicht noch was rumliegt oder so? Kamen wir von hier gerade? Sind wir von hier gekommen? Doch, wir sind von hier gekommen, ne? Genau, oder? Nee. Hä? Wird echt egal, ich laufe dir einfach hinterher. Oh, hier liegt ein... So, das sind Obst. Ich dachte, hier liegt ein Basketball. Wow. Warum sind wir hier? Du warst dem Tod nah. Und bei seiner Mutter zu sterben ist heilig. Lansra wollte es nicht, aber Jessa stimmt mir zu. Ist meine Mutter hier? Werde ich sie sehen? Es ist kompliziert. Bitte komm einfach mit. Und? So. Ähnelt meine Mutter mir, bis auf die Haare. Das sollte unmöglich sein. Deine Mutter ist keine Frau, Aloy. Der Berg ist deine Mutter. Was? Was meinst du denn damit? Komm. Das hier. Die große Kammer, in der die Urmutter den Metallteufel vernichtete und dich gebar. Warte, was? Aloy, das Erprobungsmassaker war erst der furchtbare Anfang. Unser Kriegstrupp, der hinter den Mördern her war, wurde überfallen und abgeschlachtet. Was hat das mit meinem Geburtsort zu tun? Nun, ich hoffe alles. Und hier haben wir dich gefunden. Du hast geschrien. Wir sahen nach und da warst du. Ich lag da einfach? Ja. Meinst, ich kann durch diese Tür? Daran habe ich immer fest geglaubt, dass du dem Leib des Bergs entsprungen bist. Es war ein Geschenk der Urmutter selbst. Doch andere, wie Lansra, sahen dahinter vielmehr eine dunkle Macht. Kein Geschenk, einen Fluch. Aber das ist keine Göttin. Aloy! Das ist eine Tür. Mit Leuten dahinter. Und? Oh. Identity-Scan wird durchgeführt. Die Göttin spricht. Ist sie die Frau, die ich sah? Fehler. Alpha Registry beschädigt. Identität nicht bestätigt. Zutritt verweigert. Nein.
Bitte, bitte. Aloy, die Urmutter sprach mit dir, als ob sie dich kennt. Hast du nicht zugehört? Sie hat mich nicht erkannt. Wegen der Verderbnis. Das waren ihre Worte. Also, wenn du die Verderbnis heilst, wird sie dich erkennen. Und wie sollte das gehen? Du hattest Visionen? Von einer Frau mit kurzem Haar? Ja, die Mörder wollten mich, weil ich wie sie aussehe. Aber sie sind unüberwindlich. Haben wir denn keine andere Spur? Olin. Er war einer der Fremden. Am Tag vor der Erprobung. Die Mörder sahen mich durch ihn. Er lebt im Meridian. Dann musst du das Heilige Land verlassen. Ich war immer eine Ausgestoßene. Warum nicht auch Verbannte? Psst, es geht auch anders. Komm, dann machen wir es so. Okay, er hat wohl einen Plan. Du sagtest, der Stamm könnte ausgerottet werden. Wie kommt das? Nach dem Massaker bei der Erprobung schickten wir einen großen Kriegstrupp nach den Mördern aus. Mehr als die Hälfte starben. Und was ist das? Der Tür. Hätte Eindämmluke, Titan-Meta-Legierung, Zugriff nach Generkennung per Identity-Scan. Okay. Was? So. Okay. Oh. Wie wurde der Kriegstrupp besiegt? Die Mörder kämpfen nicht allein. Auf irgendeine Art beherrschen sie die Maschinen, verderben sie, machen sie verrückt. Ah. Die Mörder sind geflohen? Ja. Und jetzt fällt meinen Mitstammmüttern nur noch ein, die Hymne der Buße zu singen und die Urmutter um Gnade zu bitten. Als ob sie nicht will, dass wir uns selbst helfen. Okay. Und was ist dein Plan? Dies hier ist mein Plan. Dir deinen Geburtsort zu zeigen, damit du deinem muttergegebenen Schicksal folgen kannst. Zu der Verderbnis. Da sag ich noch was dazu, wenn es soweit ist. Auf uns. Lass mich reden. Da muss ich noch was zu sagen. Das werde ich wahrscheinlich in der nächsten Folge machen. Weil wir, glaube ich, so weit noch nicht kommen sollen, weil ich habe ja schon mal gesagt, dass ich schon mal ein bisschen was gesehen hatte von dem Spiel. Ja. Sie weiß es. Schwestern, die Göttin hat zu Aloy gesprochen. Sie soll die Verderbnis heilen. Ha! Und wie soll sie es machen? Sie muss dazu unser heiliges Land verlassen. Als Sucherin? Wenn die Göttin es so will, muss es sein. Ihr nennt dieses Ding eine Sucherin? Schwester! Ich bitte dich, Lansra, sei vernünftig. Das wird eure Sünde, nicht meine. Schickt sie suchen, auf dass wir sie nie wiedersehen. Aloy, bei der heiligen Gnade der Göttin weihen wir dich hiermit zur Sucherin des Nora-Stammes. Nichts steht deiner heiligen Aufgabe jetzt im Weg. Möge die Urmutter dich schützen und stützen. Bleib dir treu. Ich bereite die Hymne vor. Wir alle hoffen auf dich. Tirsa, was ist ein Sucher? Du. Und hier ist dein Zeichen. You don't say. In Zeiten der Not können die Erzmütter einen Sucher weihen.
Einen würdigen Krieger, der große Ziele erreichen soll. Wo auch immer diese Ziele ihn hinführen. Auch außerhalb des Heiligen Landes? Ja. Und mit dem Recht, nachher wieder zurückzukehren. Oder wenn es notwendig wird. Gab es schon andere Sucher? Es gab sie, aber wenige. Und die meisten von ihnen kehrten niemals zurück. War Rost ein Sucher? Nein, ein Sucher nicht. Was hältst du von mir geheim? Jetzt ist nicht die Zeit, Aloy. Vielleicht ein andermal. Was ist mit Rosts Leiche passiert? Es war leider nur sehr wenig von ihm übrig. Aber was da war, begruben wir dort, wo er dich großzog. Mit Blumen auf dem Grab. Danke. Mir ist übrigens gerade aufgefallen, dass mein Kopfband einfach nur so ein Seil ist mit ein bisschen Kabelbinder drumherum. Ich kann also überall hin. Ohne Einschränkung. Sogar an verbotene Orte, wie die verdorbenen Lande fern der Urmutter. Oder die Ruinen der Metallwelt. Gut. Warum sind die Ruinen der Metallwelt verboten? Das sind schlechte Orte, Aloy. Dunkel und böse, wie die Kinder des Metalls, die sie bauten. Als sie die Urmutter umbringen wollten, löschte ihr Zorn ihre Städte aus. Aber nicht ihre Sünden. Ihre uralte Bosheit haust in den Ruinen, um jeden zu verführen, der so dumm ist, hineinzugehen. Aber ich war in einer Ruine. Es sah fast wie im Innern der Urmutter aus. Das kann gar nicht sein. Es ist so. Dann ist das etwas, was ich nicht begreife. Du wirst die Wahrheit wohl herausfinden. Okay. Warum nennt ihr die Lande jenseits des Noralands verdorben? Muss man das fragen? Unser Land ist heilig. Wir leben im Blick der einen Göttin, der Urmutter, der Quelle allen Lebens. Jenseits ihres Blicks liegt ein weites verlorenes Land, spirituell unrein. Deshalb ist es uns verboten, dorthin zu gehen. Aber der Suchersegen wird dich schützen. Okay, was kann ich noch tun? So viele mussten leiden. Kann ich etwas tun, um zu helfen? Am wichtigsten ist, dass du den Zweck erfüllst, den die Urmutter für dich vorgesehen hat. Du weißt doch auch nicht, was das bedeuten soll. Dann finde es heraus. Wenn du jedoch erkennen solltest, dass es Teil des Zwecks ist, dem Stamm zu helfen, dann tu das bitte. Zweifellos sind überall im ganzen Becken Leute in Not. Du sagtest, ein Nora-Kriegstrupp hat die Mörder verfolgt. Ja, aber er wurde hinterrücks überfallen. Wenige konnten entkommen. Und zumeist schwer verwundet. Weißt du, wo die Mörder sind? Nein. Aber frag doch Varl, einen Krieger, der die Tore des Beckens bewacht. Er hat den Hinterhalt überlebt. Er weiß sicher mehr. Okay. Dann auf geht's, ne? Ich sollte jetzt gehen. Zuerst musst du zu den Toren des Beckens gehen. Sprich mit Varl. Er zeigt dir den Weg nach Meridian. Wenn irgendein Nora dich aufhalten will, dann zeige, dass du eine Sucherin bist. Werde ich. Danke, Tirsa, für deine Hilfe. Die Urmutter segne und beschütze dich. Haben wir jetzt so ein geiles Abzeichen gekriegt, Nora, oder was? Gläubige. Gar nicht mehr gekriegt. Wir wollen beginnen. Okay. Reinigt euer Herz. Gut, wir sind eine Sucherin jetzt des Noah-Clans und werden anscheinend irgendwie jetzt hier... Habe doch nicht. Okay, die stimmen jetzt irgendwas ein. Mal gucken. Göttin, bitte. Wir sind deine treuen Kinder. Erbarme dich unser. Wir werden nochmal ein paar Dings machen. Auf jeden Fall sind wir jetzt anscheinend... Eine Sucherin des Nora-Clans. Sie hat viele gerettet. Sie ist ein Glück für den Stamm. Was auf jeden Fall nice ist. Und ja, wo uns jetzt unser Weg hinführen wird, Freunde, das werden wir beim nächsten Mal rausfinden, ja.
Lasst mir auf jeden Fall gerne, wie immer, einen Kommentar und eine Bewertung da, wie es euch gefallen hat. Und ich pflück hier noch ein paar Blümchen, verabschiede mich dann von euch, wünsche euch noch einen traumhaften Tag und wir sehen uns morgen um 18 Uhr wieder. Macht's gut, meine Freunde, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!